Hallo, ich bin Anja Recknagel und ich pflege hier in Leipzig unsere Wildpferde, beziehungsweise, um es genauer zu sagen, unsere Schawalski-Pferde. Schwieriger Name. Die sieht man hier im Hintergrund stehen. Wildpferde hält der Zoo seit 64 und Wildpferde sind eine kleine Besonderheit, was den Artenschutz angeht. Und zwar ist es so, dass diese Wildpferde hier, wie man sie so sieht, gegen 1969 einmal schon als ausgerottet galten in der Natur. Also die gab es gar nicht mehr in der Natur. Das fand damals statt durch Bejagung. Die wurden extrem bejagt. Die kamen einmal sehr weit verbreitet in Russland, Kasachstan, der Mongolei und China grob so vor. Ja, und dann hat man die eben stark bejagt. Und irgendwann waren es nicht mehr viele. Und irgendwann gar keine mehr. Aber man hatte noch Tiere in Parks, in Zoos. Und diese Tiere hat man dann zur Zucht verwendet. Und aktiv wurden eigentlich nur 12 Tiere für die Auswilderungszucht verwendet, die eben als okay befunden wurden, vom Aussehen her und so weiter, dass sie auch genetisch rein waren. Und durch die Kooperation von verschiedenen Parks hat es dann eben funktioniert, dass man nach und nach wieder einen gewissen Bestand herangezogen hat, den man dann auswildern konnte. Und auch der Zoo Leipzig hat diese Tiere gezüchtet und ausgewildert über die Jahre hinweg. Es gibt ein Zuchtbuch in Prag, wo dann eben koordiniert wird, wer mit wem verpaart werden soll. Und so war es dann, dass wir unter anderem auch Tiere in die Mongolei und nach China auswildern konnten, also direkt von Leipzig mit dem Flugzeug in die Wildnis sozusagen. Und mittlerweile gibt es wieder einen zwar immer noch relativ kleinen, aber wilden Bestand in der Wildnis, der auch steigende Zahlen hat. Und ich finde das wunderbar, dass eben diese Tiere, die einst überhaupt nicht mehr draußen lebten, durch eben Parks und Zoos, durch den Artenschutz und die gezielte Zucht wieder in der Wildnis vorkommen. Und wäre schade, wenn es die nicht gäbe. Es sind wirklich schöne Tiere. Und wenn wir schon mal bei Auswilderung sind, das ist leider nicht so einfach, wie sich das viele immer denken. Man kann jetzt nicht einfach bei den Tieren aufmachen und die in die Wildnis entlassen und die kommen klar. Die meisten Tiere, die man auswildert, die müssen wirklich erst lernen, wie das funktioniert. Die müssen erst mal halbwegs wild leben. Das heißt, bei den Wildpferden, zum Beispiel bei den Schawalski-Pferden, wir lassen die aus dem Zoo, holen wir die auf eine Weide, die relativ wild ist, aber schon noch umzäunt, wo man überwachen kann, dass die Tiere okay sind, dass sie genug zu essen haben. Dann kann man auch mal gucken, finden die Wasser, finden die Futter, kommen die gut zurecht, wenn sie sich mal erschrecken vor irgendwas. Und dann lernen die nach und nach wirklich wild zu werden. Also in mehrere Schritte. Das ist nicht einfach Zoo, Tür auf, ab in die Wildnis, sondern es ist wirklich Zoo auf eine Koppel, dann auf eine große Auswilderungsweide. Und wenn man dann sagt, alles klar, die kommen klar, die Tiere, dann kann man sie in die Wildnis entlassen. Und das gilt für fast alle Tiere. Also es ist nicht ganz so einfach. Deswegen ist es auch gut, wirklich den Artenschutz zu unterstützen, weil das sind auch unheimliche Kosten, das Ganze zu organisieren. Die Transporte, vor Ort die Leute zu haben für die Koppeln und ist schon eine wichtige Sache, auf jeden Fall. Und aus dem Zoo Leipzig gingen ja auch diverse Tiere in die Mongolei und nach China. Und zwar 2005 hatten wir einen Hengst nach China ausgewildert und 2015, 2016 gingen insgesamt 3 Stuten in die Mongolei aus Leipzig. Und damit haben wir eben auch direkt den Artenschutz unterstützt. Ja, und wenn ihr jetzt noch persönlich die Wildpferde unterstützen wollt, die Schawalski-Pferde, könnt ihr auch Artenschutzprojekte hier im Zoo unterstützen, und zwar mit dem Artenschutz-Euro, eben einen Freibetrag, den ihr vielleicht in die Spende mit reinwerfen wollt für solche Projekte wie zum Beispiel die Auswilderung vom Wildpferd.